herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsimple 2, der Mensch spielt das. Wir sind in der letzten Folge in Duisburg stehen geblieben, beziehungsweise haben dort unser Video beendet. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir sollten ja in Duisburg vor einen erkrankten Kollegen einspringen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich bin schon an dem richtigen Bahnsteig, in den richtigen Zug. Und werde mich nun hier in den Lokführersitz reinsetzen. Und natürlich werden wir erstmal wieder aufrüsten. So. Türen verriegeln, auch das werden wir tun. So. Werden hier das Licht einschalten. Nicht so, sondern so. So. Ah, natürlich werden wir noch den Richtungssensor verlegen, nach vorne, logischerweise. Die Bremsen lösen. Und dann weiterfahren. Diesmal fahren wir aber ohne AFB, weil ich finde, das Bremsen ist doch ziemlich schwierig dann, wenn man dann die AFB runterschaltet. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal die AFB weglassen. Aber ich denke, das ist kein großes Problem. So, erste Station, logischerweise Essen Hauptbahnhof. Da können wir, glaube ich, ein bisschen aufschalten.
Und dann euch da draußen, wenn ihr konkrete, spezielle User-Wünsche habt, beziehungsweise Szenario-Wünsche, scheut euch nicht, hier in die Kommentare zu schreiben. Und ich werde sie dann nach Möglichkeit umsetzen. Nach Zeit und nach Möglichkeit. Und ja, also wenn ihr da Ideen habt, Wünsche habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Schreibt eure Kritik in die Kommentare. Euer Lob, alles was ihr auf dem Herzen habt, rund um meine Videos, so kann ich besser werden. Und mein ganz großes Dankeschön geht natürlich an die 22 Abonnenten, die ich bis jetzt habe, an jeden Einzelnen für ihren Support, muss ich ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank, ihr seid großartig. So, 9 Kilometer noch bis Essen. Prozent Steigung, das merkt man. Kommt nicht aus dem Quark.
geht hier ordentlich bergauf. Also bis ich die 160 erreicht habe, muss ich schon wieder abbremsen von 130. Da könnt ihr mal sehen, wie steil das hier aufwärts bergauf geht. Wir sind natürlich etwas spät, weil ich bin wahrscheinlich etwas getrödelt vom einen Bahnsteig zum anderen Bahnsteig. Aber ja, wir sind mindestens realistisch. Die Bahn kommt da sowieso zu spät immer. Von daher passt es. So passt es. Ja. Zug fährt ein. Bitte achten auf die Macht. Zug fährt ein. Da bin ich ja mal gespannt, welcher Zug der jetzt einfährt. Wir setzen uns hier einfach mal auf den Stuhl. Eine wunderschöne Lok, muss man einfach so sagen. Schließvorgang eingeleitet. Und auf, wie geht's nach Bochum?
Der Sound ist mega. Der Sound ist einfach mega. Und was mir auch auffällt in diesen Szenarien, sehr wenig bis gar kein KI-Verkehr. Also nichts steht hier am Bahnhof rum, gar nichts, mir kommt nichts entgegen, also das ist ein bisschen lau, muss ich echt sagen. Also die Entwickler sich doch ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Für meinen Geschmack sehr wenig KI. Da kommt meine S-Bahn. Kaum meckert man. Boah, 1,1% Steigung.
Was mich da interessieren würde, ob man während der Fahrt hier überhaupt in den Maschinenbereich kann, aber wahrscheinlich nicht. Ja, hätte mich auch schwer gewundert. Was im echten Leben nicht geht, geht auch hier nicht. Wobei es geht ja im echten Leben, aber man sollte es nicht tun. Also von daher. Also das sollte man tunlichst vermeiden, als Lokführer in den Maschinenraum zu gehen während der Fahrt. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Bei einer 110 sowieso nicht. Also wer das schon mal bei YouTube gesehen hat, was passiert, oder was im Maschinenraum passiert, wenn man aufschaltet, wenn eine 110 aufschaltet, dann sollte man sich da nicht aufhalten. Definitiv nicht. So, dann sind wir auch gleich schon in Bochum. Was natürlich auch geil wäre, aber für so eine IC, für so ein IC haben wir eine richtige Strecke. Das ist ja hier Kindergarten für 401, das ist doch keine Entfernung. Entfernung wäre, keine Ahnung, Hamburg bis München, das wäre mal eine Entfernung. Berlin, München, sowas in der Art, das wäre geil. Da fährt man mal locker eine Stunde, anderthalb, zwei. Wenn nicht sogar länger. Wahrscheinlich sogar länger. Aber das sind Strecken. Oder das sind Entfernung für eine 101. Das hier ist Kindergarten, das ist eine RE-Strecke. Aufschalten hier. So, gelbes Vorsignal. Das zieht meistens ein rotes Hauptsignal nach sich. Von dort her, wenn wir da mal ein bisschen in die Defensive gehen. So bremsen. Aha, 60.
Dann sind wir auch gleich schon da. Bisschen aufschalten, geht hier bergauf. Stehen wir nämlich gleich schon. So. So, wir öffnen die Türen. Stellen Sie das Führerbremsventil auf volle Bremse. Wie immer. Ach, das war falsch. Führung. Verlassen Sie den Zug. Jawohl. Hinaus in den Regen. Ziel erfüllt. Das ist gut. Und wieder bleibt es hängen. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Aktiviert die Glocke. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wobei, ein kleines Extra habe ich noch für euch. Und zwar wollte ich eben noch was ausprobieren, weil ich euch gerne mitnehme. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt mir treu. Macht's gut. Euer der Danny Spieters. Bis dann. Ciao, ciao.